Wir sind in Gumbertsreuth beim metallverarbeitenden Betrieb. Da hat eine Druckgussmaschine gebrannt. Das ist eine große Industriehalle, da stehen viele von diesen Maschinen drin und eine davon ist halt in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr hat dann eben diese Maschine abgelöscht und die Halle so weit rauchfrei gemacht, dass wir hier wieder arbeiten können. Diese Druckgussmaschine, das ist eine relativ große Anlage, ja, eigentlich von allen Seiten angreifen oder ja, das kommt immer darauf an, wie genau die Situation ist. Also in dem Fall war es eigentlich recht überschaubar, weil um die Maschine außenrum relativ viel Platz war. Und man kann dann gut von allen Seiten rumgehen und das angreifen. Das ging recht gut.